Ja, servus Leute, willkommen hier bei der Wrestling Switzerland bei Autumn Brawl. Hier fängt dann auch gleich die Show an, aber bevor sie anfängt, muss natürlich noch eine Person rein. Die Person kommt jetzt auch schon hier zum Ring. Mein Name ist auf jeden Fall Simi the Crow. Und mein Co-Kommentator wird sich gleich präsentieren, beziehungsweise hier sehen wir ihn. Und zwar Jason Sanders ist hier auf dem Weg zum Ring. Unser Ringsprecher für diese Veranstaltung. Für jede Wrestling-Veranstaltung kann man hier schon sagen. Aber er kommt noch nicht an den Kommentatorenpult, weil ihr, wie ihr seht, er kündigt hier schon das erste Match gleich an. Da wird natürlich auch mit dem Publikum gespielt von Jason Sanders. Richtig, wir sind. Okay, ja, wir probieren es. Wrestling Switzerland, ja, ich unterbreche da zwar den Ringsprecher ein bisschen, aber Wrestling Switzerland, wer es nicht kennt, aus der Schweiz, eine kleine Liga, aber eine besondere Liga. Also ich vergleiche es eigentlich mit ECW. Man sieht auch hier die Location unter der Dachspitze. Und unser wichtiger Sponsor. Richtig! Wo ist der hier bei? Da! Komm mal zu mir bitte. Man muss fast wachsen. Schöner. Okay. Du musst hier aufführen, dann schneller. Ist es denn das sehr gut drauf bei diesem Event? Und da kündigt er schon jemand an, wo jetzt auch in den Ring kommt. Freut natürlich dich. Persönlich begrüßen da. Ja, er ist einer der ersten Sponsoren von uns. Das Bier ist immer von ihm. Die Kühlschränke sind immer von ihm. Ich habe einen riesen Applaus. Ja, merci vielmals. Damit du nicht kalt bist im Winter, darfst du noch Julian. Und ich wünsche dir viel Glück und auf sehr spannend. Danke euch! Danke euch! Funktioniert! Da müssen wir hinfahren. Also. Bevor wir zum ersten Kampf kommen, müssen wir natürlich wissen, wer der Ref ist. Ja, ahnt es wahrscheinlich. Er kommt aus Kloten, ist 1,73 und 8 Kilo. Er ist der Publikumsliebling. Und Sexmaschine Brian! Und hier kündigt er natürlich die Referees an. Hier kommt schon der erste Referee zum Ring. Da lässt sich natürlich feiern. Die Fans applaudieren ihn. Mögen ihn total, Publikumsliebling hier in Rohrbass. Und wir kommen zum ersten Kampf. Es ist ein Rookie-Match. Mit dem Rookie-Match. Begrüßen mit mir aus Oslo, Norwegen mit 1,84 Meter und 84 Kilo. Halfdan Skårsen. Kommt auch schon der erste Akteur zum Ring. Jason Sanders natürlich hat ihn angekündigt. Halfdan Sigurdsson.
bisschen monströsig hier zum Ring. Darf man natürlich auch nicht unterschätzen, denn er war schon mal dreimal im Gefängnis. Und hat es natürlich auch geschafft, dass er nicht mehr in Dänemark antreten darf. Kommt aus Antigua, Guatemala, ist 1,69 Meter groß mit 8 Kilo. Dante! Yeah! Und hier kommt sein Gegner, Dante Yankee. Und natürlich sehe ich jetzt gerade, Jason Sanders kommt jetzt an den Kommentatorenpult. Das sage ich schon mal. Servus, Jason Sanders. Servus, Simi. Ja, da haben wir doch gleich schon mal ein sehr interessantes Match. Ein schöner Opener, muss man ja schon sagen. Halfdan Sigurdsson gegen Dante Yankee. Ja, sind wir gespannt. Halfdan war, wie du weißt, schon mehrfach im Gefängnis, ist ein Newcomer, ob er legal kämpft, wie er kämpft, werden wir sehen. Ihm gegenüber ein Routinier, Dante Yankee aus Guatemala, der Guatemalan Dream. Ja, schauen wir, weiß, so kommt. Ja, vor allem müssen wir jetzt mal schauen, vom Wrestling-Stil her passen sie schon zueinander. Ja, das sehen wir auch. Halfdan Sigurdsson wartet hinten an der Ringecke und Dante Yankee lässt sich natürlich von den Fans feiern. Halfdan, are you ready? Give him all the time, are you ready? I'm ready. Bring him out! Ja, Jason, dann kann wohl das Match eigentlich schon losgehen. Genau, eine schöne Geste von Dante Yankee. Oh, nee, das war jetzt aber nicht nötig. Fand ich jetzt auch nicht so ganz so schön von Halfdan Sigurdsson. Aber Jason, was kann man überhaupt von einem Halfdan Sigurdsson, wo im Gefängnis war, eigentlich was anderes erwarten? Also, dass er diesen Handschlag nicht annimmt? Ja, gute Frage. Dem hat mir das Gefängnis nicht wahnsinnig geholfen. Das glaube ich auch nicht. Also, wenn man schon sieht, dass er in Dänemark nicht antreten darf. Aber jetzt gibt es schon das erste Kräftemessen zwischen beide. Und Dante Yankee hat ihn schon leicht in einem Berg. Aber Sigurdsson half dann. Sigurdsson konnte jetzt auch kontern. Hier, das jetzt ja mit einem Aufgabegriff, aber. Ne? Hat nicht ganz geklappt. Dante Yankee auf jeden Fall im Vorteil in diesem Match, aber Halfdan Sigurdsson darf man nicht unterschätzen. Wie wir es schon erwähnt haben, dreimal im Knast. Der kennt die ganzen Tricks. Durch viel, viel gelenkiger oder agiler wie jetzt ein Dante Yankee. Also daher definitiv nicht zu unterschätzen. Oh. Wow, Jason, hast du diesen Move gesehen? Oh ja. Dann Sigurdsson, also das ja, war nicht sehr schön. Also das könnte sehr böse ausgehen, aber Dante Yankee legt jetzt auch gleich nach mit einem Dropkick. Oh. Jason, hast du schon mal sowas gesehen von Dante Yankee? Von Dante. Und es geht natürlich wieder in den Ring. Pockert von Dante Yankee. Noch ein hinterher. Body Slam von Dante Yankee hinterher. Und was ruft er jetzt, Jason? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ein schöner Leg Drop von Dante Yankee. Da kam auch das Cover hinterher, ja. Aber ist noch ein bisschen zu früh in diesem Match.
Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn das schon, ey, wieder eine illegale Aktion. DDT von Halfdan Sigurdsson. Geht jetzt aus dem Ring, aber was hat er jetzt vor? Oh. Oh, das sieht nicht gut aus, ja, der Referee. Ja, wie du siehst, Jason nimmt ja, sich gut. Diesen Kendo-Stick. Ja. Gut erkannt durch den Referee. Oh. Sehen wir da vielleicht Mr. Socko? Nein, ist nee. Nicht Mr. Socko. Hätte vielleicht sein können, dass er da aus dem Klass mitgenommen hat. Aber hier wieder eine illegale Aktion von Halfdan Sigurdsson. Ist das nicht verboten? Er lost schon recht die Grenzen aus und schaut schon, dass du seinem Besten. Ja, der Ringrichter zählt natürlich Halfdan Sigurdsson an. Ist natürlich nicht erlaubt bei vier. Muss er natürlich loslassen, sonst wird er disqualifiziert. Aber ich sage mal, Halfdan Sigurdsson ist schon schlau bei dieser Aktion gewesen. Und da kommt ein Job hinterher. Ja, ich sag mal, weiß nicht, Jason Dante Yankee oder Yankee, das sieht jetzt ein bisschen schlecht aus. Am Anfang hat er ja noch die Vorteile geholt, aber ja. Was ist mit ihm jetzt los? Ist halt auch nicht mehr der Jüngste. Ja, und gegen einen jungen Spross wie Halfdan, der agil ist, der schnell ist, da kommt wahrscheinlich auch ein Dante Yankee irgendwann in Straucheln. So wie es aussieht, ja. Ja, das sieht nicht gut aus. Mal gucken, kommt er vielleicht noch zurück, weil wie du es jetzt erwähnt hast, Jason, er ist auch sehr, sehr erfahren, Dante Yankee. War ja auch schon mal zweimal Fantasy Basel Champion und hatte natürlich auch ein Match, ein Highlight für ihn in seiner Karriere, und zwar gegen Joe E. Legend. Genau, und das ist schon eine Nummer, Joe E. Legend, definitiv. Ich glaube, das wäre für jeden wirklich ein Traum, für jeden Wrestler, aber ich glaube, für Halfdan Sigurdsson, für ihn glaube ich nicht. Und da kommt ein German Suplex. Ja, da kommt Dante Yankee raus. Knapper Two-Count wieder. Ja, aber Dante muss sich schon noch was einfallen lassen gegen diesen Jungspross, gegen diesen Skandinavier, um da zu bestehen. Ja, und hier ein Back-Suplex und das Cover wieder von Halfdan Sigurdsson. Aber da kommt natürlich Dante Yankee wieder raus. Auch Halfdan versucht es mit einem Aufgabegriff. Aber ich glaube nicht, dass Dante sich so leicht unterkriegen lässt. Er hat zu viel Erfahrung. Ja, das Publikum unterstützt ihn wieder. Und da kommt er auch zurück mit einem Closer. Noch ein hinterher. Kommt jetzt der dritte? Nein. Ausgewichen. Oh, schön gemacht von Halfdan Sigurdsson, sage ich schon. Gegen Halfdan Sigurdsson war das natürlich von Dante Yankee. Kommt da angesprungen, oh, den Tritt hinterher. Aber Jason, jetzt kommt Dante Yankee so langsam. Ja, echt, ja. Zurück. Oh, es sieht, ja, das sieht nach einer High-Fly-Action aus. Dein Dropkick. So schnell kann sich das Rad wenden. Und das Cover 1, 2. Das wird, glaube ich, immer knapper, Jason. Definitiv, 2,5 oder wenn schon 2, 3 Viertel war das sicher schon. Oder man kann auch sagen, 2 Halfdan. So kann man es natürlich auch sagen. Genau. Und Dante will jetzt seinem Finisher zeigen. Schauen wir, ob er es reinbringt. Ja, die Swanton Bomb hast du jetzt auch drauf angesprochen. Die kommt auch geflogen von Dante Yankee. Das muss jetzt auch sein. 1, 2. Schon wieder knapp. War wieder ein. Ja. Du half den. Stand, genau. Dante sieht mal ein bisschen verzweifelt aus. Dein Finisher geht nicht durch. Ja, dann muss er auch ein bisschen nachlegen. Jetzt in Shawn Michaels Manier. Oh, da springt er ins Leere.
War der Finisher von Halfdan Sigurdsson, ein Cutter. Und der und Sieg, es reicht. Das war der Sieg für Halfdan Sigurdsson mit seinem Nordic Cutter. Ein schöner Sieg von Halfdan Sigurdsson, aber was hat was er denn jetzt noch hier vor? Ja, mein Stuhl ist es auf jeden Fall nicht und deiner Jason auch nicht. Darf ich nicht? Nee. Jetzt schlägt er weiterhin auf Dante Yankee ein. Das muss es aber nicht sein, oder? Das hat sich bewiesen. Hab gewonnen und nicht sowas. Das holt er den Candlestick, den er auch am Anfang vom Match auch mal reingeholt hatte, aber da hat der Referee aufgepasst, aber jetzt schlägt er auf ihn ein. Nochmal hinterher. Ja, da muss doch jetzt was passieren. Wo ist eigentlich der Referee, dass er ihn mal aufhält? Irgendwo weg. Oder irgendjemand anders. Ein Offizieller muss jetzt da kommen. Kann ja nicht sein. Nee, eigentlich nicht. Aber ich glaube, die Referees haben auch ein bisschen Angst vor Halfdan Sigurdsson. Und da schaut auch Dante Yankee. Er schaut auch gleich hinterher. Hat natürlich auch was zu sagen. Ja, Leute, wie ihr seht, Jason Sanders steht auch am Ringrand. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Seit Wrestling Switzerland angefangen hat. Ich habe trainiert. Aber ich habe nur Niederlage für Niederlage kassiert. Schlussendlich, heute war das Schlimmste, gegen einen Rookie zu verlieren. Ein Norweger, ein Diablo Norweger. Ich wollte wieder ein super Comeback haben. Aber alles, was ich vorhin höre, ist: Oh, Porecito, Tante Yankee. Oh, Porecito, otra vez tienes más suerte. Vamos a la chimise. Akzeptiere ich nicht. Ich weiß nicht, wann ich nächstes Mal wieder kämpfe. Aber ich werde einen von den Roster suchen. Ich werde ihn supporten. Ich werde ihn zu einem Star machen. Ein Champion. Und ja, und da reicht er auf Jason Sanders jetzt schon das Mikro und verlässt jetzt auch gleich die Halle. Aber wir kommen dann gleich zum nächsten Match. Wirklich ein Knaller, was jetzt dann gleich kommen wird. Wir kommen zum zweiten Match. Aus Bangkok, Thailand, mit 1,65 und 69 Kilo. Alex Singh! Ja, und hier sind wir beim zweiten Match. Da sehen wir unser 80er Jahre Pornostar Alex Singh zum Ring kommen. Ist natürlich nicht so beliebt bei den Schweizer Fans. Wie viele Pornofilme er gedreht hat, weiß man nicht. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe noch keinen gefunden. Bevor ich den Gegner ankündige, auch einen großen Applaus an unseren zweiten Ref, Justin! Ja, und da kündigt natürlich Jason Sanders den zweiten Ref, Justin, an. Der Gegner kommt aus den Bergen von Unkun mit 1,77 und 90 Kilo, der Iron Twist! Und da wird er natürlich angekündigt, der Iron Twist. Ja, und da sehen wir ihn, der Iron Twist liegt hier bei Wrestling Switzerland. Was kann man eigentlich über Iron Twist sagen? Er war früher als The Fruit Punch unterwegs, ist aber leider
ja, verstorben, kann man sagen. Und jetzt kommt seine zweite Chance von den Göttern, wie er selbst sagt, als der Iron Twist. Jason ist jetzt wieder hier an meiner Seite. Jason, du hast jetzt auch LX6 und Iron Twist angekündigt. Also ich glaube, es wird ein sehr, sehr interessantes Match sein. Aber wer wird eigentlich für dich der Favorit in diesem Match sein? Gute Frage. Ja, wenn man die Götter fragt, wäre es natürlich logischerweise Iron Twist. Von der Technik her sind beide in etwa gleich. Für mich ist es aber tendenziell LX6. Nicht, weil ich irgendein Honor-Video schon von ihm gesehen habe, aber rein von seiner Technik, von seiner Taktik her, könnte ich mir schon vorstellen. Und, liebe Fans, wir wissen ja, LX6 kämpft nicht immer ganz mit fairen Mitteln, also sehe ich eher, dass LX den Sieg erringen wird. Aber wie es ausgeht, sehen wir. Ja, da bin ich auch mal gespannt, wie du erwähnt hast. Die Götter werden natürlich oder wahrscheinlich auf der Seite von Iron Twist sein. Aber ich sag mal, LX6 hat wahrscheinlich auch seine Porno-Götter im Playboy-Haus. Sind die beheimatet, würde ich jetzt mal sagen. Und der Porno-Gott ist natürlich wahrscheinlich Hugh Hefner, oder? Ja, liebe Leute, nimmt uns das nicht für ernst. Das ist nur Spaß. Wir wollen auch ein bisschen Spaß hier im Wrestling haben. Und den hat Iron Twist jetzt hier auch. Und zwar mit LX6. Aber da kann LX6 schon mal kontern. Und Iron Twist kontert wieder. Ein Snap mehr und Iron Twist hat ihn natürlich hier im Griff. Aber... das sehen wir natürlich die Takte von Freddie Mercury mit Queens, We Will Rock You. Ob er es rockt, das werden wir sehen. Ah, hast du vollkommen recht, Jason. Ja, da sagt es natürlich LX6, aber er müsste doch wahrscheinlich draufstehen auf die Nippel, aber in dem Fall von Iron Twist irgendwie nicht. Und jetzt will er einen Kräftemessen, ja, da zeigt das an. Welche Götter werden hier eher beistehen? Wird es Hugh Hefner sein oder die Götter von Iron Twist? Ja, da ist auch LX6 auch im Vorteil. Klar, aber er kommt raus. Und da ganz harte Kicks, mal gucken, ja, er hat jetzt das Rad gerade gedreht. Und ein Roller, das Cover 1. Ja. Nee, nee. Alex versucht noch an die Rope zu kommen, um einen Break zu erzeugen. Gemacht! Jetzt ist er von Alex 6. Auch den Applaus von The Iron Twist. Der ist für ein Sportsmann, das kann sein. Der ist wirklich, er gönnt auch seinem Gegner mal einen gelungenen Move. Ist aber auch ein knallharter Gegner. Ja, da gebe ich dir vollkommen recht, Jason. Ja, LX6, er weiß nicht, was er machen soll. Ja, das war jetzt kein schöner Move von LX6. Auch eher grenzwertig. Ja, der zieht auch an den Hahn und der Eselstritt von LX6. Oh, mit dem Knie voraus. Und wieder der Eselstritt. Hat sich jetzt LX6 schon einen Vorteil geholt. Ja, Referee Justin ist natürlich zur Stelle. Aber Iron Twist gibt nicht auf. Kriegt natürlich die Anfolgungsrufe von den Fans. Aber... an den Hahn gezogen, Jason. Warum richtig, ist der Ringrichter nicht?
Alex ist gewieft. Er ist ein alter Hase, er weiß es nicht. Ach, schau, wer da ist. Elias Richter. Ja, man sieht es hier unten am Bild. Elias Richter unten im Ring. Hüftschwung von Alex Six und Clothesline. Ja, wir wissen wohl, Jason, Elias Richter ist natürlich ein riesiger Fan von unserem 80er Jahre Pornostar Alex Six. Er behauptet ja, er habe auch alle Filme von ihm gesehen. Ich weiß zwar nicht welche, aber anscheinend soll er das. Ja, das habe ich auch gehört. Also ich wüsste jetzt auch nicht welche. Liebe Leute daheim, wenn ihr wisst, wer ein Pornofilm von Alex Six heißt, schreibt es ruhig in den Kommentaren rein. Das würde uns eigentlich schon interessieren. Denn wir, wie Jason gesagt hat, kennen natürlich keinen, aber naja, wir müssen vielleicht mal Elias Richter fragen. Also ich schätze mal, dass er einige Filme kennt von ihm. Jetzt hat aber Alex ganz klar Oberwasser. Schau mal, Jason, was jetzt kommt. Ja, ich weiß nicht, ob wir das sehen wollen. So, Elias hat es gefallen. Ja, das glaube ich auch. War bestimmt in einer seiner Pornofilme wahrscheinlich der Lieblingsmove von Alex Six. Wollte er nochmal demonstrieren. Ein harter Job. Was für ein Job, das haben wir schon bis hierher gehört oder gespürt, kann man schon sagen. Aber die Retro-Kutsche kommt. Der Iron Twist kommt auch zurück. Ja, was kommt jetzt? Oh, schön gemacht. Der Fisherman Suplex. Aber nur bis zwei. Jetzt kommt ein Body Slam hinterher. Splash von Iron Twist, aber wieder bis zwei. Aber im Hintergrund hört man natürlich Jason wieder Elias. Da feuert natürlich Alex Six an. Wahrscheinlich der Einzige, der Alex Six anfeuert. Ja, das glaube ich wohl auch. Das könnte natürlich Iron Twist noch zum Verhängnis werden. Ja, das glaube ich auch. Also Alex Six ist ja wirklich jetzt hier im Vorteil. Sehr schlecht aus für die Iron Twist. Wurde wahrscheinlich abgelenkt von Elias, wie ich gesehen habe. Unfreiwillig wahrscheinlich. Ja, aber. Wieder ein unfairer Move von Alex Six. Er will das Match gewinnen, um jeden Preis. Er muss ja zeigen, was er ist. Er ist ein Pornostar. Ja, genau. Auf! Wow, das war ein sehr klatschender Schlag von Alex Six. Ja, da kommt wieder der Hüftschwung à la Rick Root. Ja, hochgesprungen. Schöner Tritt von Alex Six, aber was kommt jetzt? Er kündigt an, komm Iron Twist! Aber das war eine Finte von Alex Six. Oh, jetzt Schoolboy, 1-2! Ah, schon wieder knapp, Jason, was ist denn da los? Clothesline hinterher noch. Vor allem Iron Twist kommt hier nicht zurück und hier sehen wir Elias. Feuert natürlich Alex Six an. Alex versucht es jetzt auch mit einem Aufgabegriff. Wie lange? Oder mit einer Pornostellung? Das kann man jetzt sehen, wie man will. Ja, da zeigt das an. Du hast schon vorausgesehen, Jason. Ja, das ist auch Elias. Das ist so geil. Aber da kommt jetzt Iron Twist mit einem Bookkick hinterher. Was kommt jetzt wirklich gegen die Seine? Nein. Ein Job. Wow.
Wir gehen jetzt in die Ringecke. Da mögen die Götter auf der Seite von Iron Fist. Oh. Jetzt muss er aber schnell in den Kampf legen. Das Cover kommt ein bisschen zu langsam. Das war klar, FX6 kommen da raus, aber Jason Iron Twist kommt jetzt so langsam zurück, oder? Ja, richtig, ja. Und er müsste, wenn er, wie du gesagt hast, wenn er schnell nachgelegt hätte, dann wäre der Sack zu gewesen. Ja, und die Fans feiern Twist dann und Elias erlebt. Was soll jetzt das? Ein Verstecken, aber was. Low blow. Sehr, aber schlau gemacht von LX6, muss man sagen. Jetzt gibt es ein Selfie. Ja, gefällt LX6 jetzt nicht so ganz. Ja, und Justin sagt, geh runter und da kommt der Schoolboy. Justin, dreh dich um. Macht er nicht. Ja, ist zu spät. Es hätte vielleicht ein Sieg sein können, Jason, oder? Ja, definitiv. Ja, das war ein Menschen im Dreh-Count. Wow, der müsste jetzt aber reichen. Jetzt nachsetzen. Ja, und es reicht. Das war's. Der Iron Twist gewinnt dieses Match. Da kündigt jetzt auch Jason gleich an. Iron Twist gewinnt dieses Match gegen LX6. Aber mal schauen, was da vielleicht mit Elias Richter noch kommt. Elias ist auch draußen, Iron Twist lässt sich natürlich von den Fans feiern. Aber was sieht jetzt aus? LX6 und Elias Richter. Ja, Elias Richter ist schon im Ring. Ja, will jetzt hier ein Selfie mit LX6. Das war eine kurze Antwort von LX6. Ich möchte etwas sagen. So. Ich habe etwas für dich geschrieben. Bleib! Ja, Elias, raus, Huse! Das ist schwer für mich, aber. Da kommt jetzt ein Liebesgedicht von Elias Richter. Alex, seit Jahren schaue ich deine Filme an. Du bist mein Held, ich bin dein biggest Fan. Auf dem Ring bist du härter als Rocco. Nach einigen Schlägen werden deine Gegner K.O. Männer und Frauen, alle fürchten dein Fist. Ich weiß, du bist besser als die Iron Twist. Ja, du und ich haben Probleme und sie sind nicht klein. Trotzdem mache ich meinen Antrag. Willst du mein Tag-Team-Partner sein? Ja, schön gedichtet von Elias Richter. Aber was meint jetzt LX6 dazu? Hast du so viel Kleber geschnüffelt, Digga? Bist du irgendwie auf MDMA? Ja. Du bist so cool, Mann. Du bist so ein super Torster. Geh weg, geh. Nee. 2 Meter Abstand, bleib weg. Wir könnten ein super Tag-Team werden. Ich und du, wir werden niemals Tag-Team-Partner. Bitte. Ja, die Fans wollen natürlich, dass LX6 und Elias Richter ein Tag-Team werden. Bevor wir Tag-Team-Partner werden, wird Schweiz Fußball-Weltmeister. Das war eine klare Antwort von LX6.
Da bin ich mal gespannt, ob Elias Richter und NXX mal ein Tag-Team werden. Wir kommen zum Ladies-Kampf. Aus dem kalten Norden mit 1,55 Meter. Tracy Winters! Ja, und da kündigt Jason natürlich an, Tracy Winters ist auf dem Weg zum Ring, also ja, noch nicht, aber sie kommt jetzt gleich. Ja, da ist sie, Tracy Winters. Sagen, Chris Winters sehr athletisch. Sie tritt ja öfters bei der EWS in Erding auf. Da kennen die Leute sie natürlich sehr, sehr gut. Ist jetzt hier mal bei Wrestling Switzerland unterwegs. Ja, das sieht man natürlich sehr gelenkig. Unsere Tracy Winters. Und hier kommt jetzt die Tochter von Skarin, Warchild Saga. Will natürlich in die Fußstapfen von ihrem Vater treten. Und man muss schon ehrlich sagen, sie ist schon auf dem Weg dorthin. Und wenn man schon von Skarin redet, da kommt er natürlich mit seiner Tochter zum Ring. Sehr beliebt hier bei Wrestling Switzerland hier in Rohrbass. Natürlich Skarin sehr stolz auf seine Tochter. Trainieren auch sehr, sehr hart miteinander. Hey, du hättest die Ärzte fast nicht wenn du Frauen sehen. Ja, Jason, für dich ja schon eigentlich eine Premiere, mal eine Tracy Winters zu sehen gegen Warchild Saga. Ja, nicht nur das. Tracy ist endlich wieder mal bei uns in der Schweiz und die Warchild Saga, eine aufstrebende Persönlichkeit, ja, mal schauen, was sie bringt. Also sie ist definitiv ihrem Vater auf dem Fersen und hat die Chance, in seine Fußstapfen zu treten, definitiv. Und ich sag mal, der Weg dahin sieht auch sehr, sehr gut aus, denn Skarin nimmt natürlich auch seine Tochter sehr hart im Training. Und natürlich Warchild Saga hier beliebt in Wrestling Switzerland hier in Rohrbass. Wow, das sieht man. Tracy Winters kontert natürlich. Auch sehr erfahren im Ring. Läuft jetzt hier aber in einem. Ja, da ist auch ein Snapper von Warchild Saga. Ja, sie setzt Tracy gerade von Anfang an unter Druck, versucht nachzusetzen, aber kommt der Konter. Vor allem, wenn man sieht, sie sind ja nicht arg zu groß wie andere Wrestler, aber sie steckt über die Außenseite. Das schaffe ich nicht einmal, muss ich ehrlich sagen. Aber wie geschmeidig sie da hochgeht, aber jetzt hier aufs dritte Seil. War aber eher eine grenzwertige Aktion. Ja, Skarin feuert natürlich nicht Tracy, sondern seine Tochter an. Ja, beobachtet es genau. Und vielleicht im Training hier noch was beizubringen, auch auf die Fehler einzugehen. Denn Skarin ist auch sehr detailgenau, gerade im Training. Und da hört man auch den Job von Warchild Saga.
Aber Trish gewinnt das Kontakt. Da hat auch die Ric Flair-Rufe von beiden Seiten. Das sieht man mal, nicht nur die Wrestler, die Männer sind sehr hart, das sieht man auch, bei den Mädels geht es auch richtig ab. Aufgabegriff. Schöne Brücke von Tracy Winters, aber sehr schlau, World Child Saga schnell an die Seile. Aber Tracy lässt ihr keine Zeit. Schön gemacht von World Child Saga, aber das Cover kommt nicht hinterher. Sie setzt gleich nach mit einem Suplex, wie sie aussieht. Ja. Da kommt doch einer hinterher, so wie es aussieht, ja. Und noch ein dritter? Das glaube ich auch. Das glaube ich auch, Jason und der... Oh. Aber schön durchgezogen von World Child Saga. Ich glaube nicht, dass Tracy das erwartet hätte, diesen Widerstand. Ja, das glaube ich auch nicht. Gibt es jetzt einen Back Superplex? Nee. Unfairer Move von World Child Saga, das darf sie natürlich nicht machen. Der Ringrichter ermahnt sie auch. Von Tracy Winters. Double Tritt von ihr. Kommt das Cover hinterher? Sie müssen nicht kommen, aber nee. Ja, sie war auch zu nah an dem Seil, World Child Saga, deswegen hätte es nichts gebracht. Rope Break wieder. Da gibt es natürlich Anfolgungsrufe. Ja, ein DDT war sehr schwierig für Tracy Winters, aber sie hat es auch durchgezogen. Das ist jetzt der Sieg oder was? Das war der Sieg. Ja. Das war der Sieg. Ja, Jason wird es jetzt auch gleich ankündigen. Als Jason auch sehr überrascht, dass sehr schnell der Sieg kam. Ja, World Child Saga ist, naja, hat ihr nicht ganz gefallen. Tracy fragt sich natürlich auch, was ist jetzt da los? Kongo gratulieren, sie hat fair gewonnen. Ich kann jetzt auch nicht so gut Schweizerdeutsch, aber das habe ich schon verstanden. Tracy Winters hat fair gewonnen. Gibt es eine Ankündigung für die nächste Veranstaltung? Bei Pain Before Christmas. Und Tracy Winters schlägt ein. Und wir haben ein Match für die nächste Veranstaltung bei Pain Before Christmas. Ja, Scarlett hebt noch die Hand von Tracy Winters. Ja, sehr stark von Tracy Winters in diesem Match. Hat sie sich natürlich verdient. Aber wir sind mal gespannt bei der nächsten Veranstaltung, wie sich da World Child Saga vorbereiten wird. So, wie denn, das gehört der 3.12., die gehört in jede Agenda. Der erste im Match startet bereits. Ja. Tracy Winters gegen World Child in einem Relaxed Rules Match. Doch nach der Frauen geht es wieder mit Tag Team Action. Und zwar aus Freiburg mit 1,77 Meter und 85 Kilo. Byron Sanders! Ja, hier haben wir natürlich ein Debüt, wie jetzt auch Jason gerade gesagt hat, aus Freiburg. Oder aus Freiburg kann man natürlich auch sagen. Im Dialekt, im badischen Dialekt sagt man es ja auch schon so. Und zwar Byron Sanders. City to take you on an adventure.
Yes, do you have anything to add to my short brief video monologue, MJ? Und hier ist er, Byron Sanders. Das erste Mal hier bei Wrestling Switzerland. Für die Leute, die Byron Sanders gerade hier Wrestling Switzerland nicht kennen, also in Deutschland natürlich unterwegs in eigenen Ligen. Und hier kommt der größte Porno-Fan, muss man sagen, von Alex Six. Und zwar Elias Richter. Ja, er kommt auch zum Ring, aber natürlich alleine und nicht mit Alex Six, wie er es vorhin schon gesehen hat. Treten wohl noch nicht als Tag Team auf. In diesem Fall, Elias, muss er mit Byron Sanders antreten. Und Elias sehr beliebt hier bei Wrestling Switzerland. Hier kommt auch, ja, man muss sagen, ein Rookie im Wrestling-Business, Julius Mastria. Da muss man natürlich auch schauen, wie weit wird er es im Wrestling-Business schaffen. Ihr werdet es jetzt gleich sehen, wie er hier im Ring agiert. Denn er hat schwierige Gegner, natürlich auch erfahrene Gegner mit Elias Richter und Byron Sanders auf der anderen Seite. Wird natürlich sehr schwierig sein. Ja, und ebenfalls ein Rookie. Wrestling Business Beach Boy Bernhard. Kommt natürlich jetzt hier im Ring mit guter Laune Beach Boy Bernhard, aber ohne Beach Boy oder Beach Girl Bianca. Wird es natürlich vielleicht auch mal geben, wäre auch mal sehr interessant. Jason hat sich jetzt natürlich wieder neben mich gesetzt. Jason, was sagst du eigentlich zum Beach Boy Bernhard, unsere gute Laune? Naja, gute Laune, Flummi, kann man in dem Fall sagen. Ja, gute Laune, Flummi, du sagst es richtig. Ja, er hat beide gute Laune, ist ein aufstrebender Rookie. Ja, und ich bin gespannt, wie weit es noch bringt. Ja, die zwei Jungs haben sich eine harte Aufgabe vor sich jetzt mit, oder richtig gegen Elias und Byron. Aber wir werden sehen, wie es sich ausgeht. Ja, und ich bin auch mal gespannt, die Konzentration von Elias Richter in diesem Match, denn wenn er die ganze Zeit Alex Six im Kopf hat, also ich weiß nicht, ob er sich richtig auf dieses Match konzentrieren kann, aber mit Byron Sanders hat er natürlich einen Partner an seiner Seite, der sehr, sehr, sehr knallhart ist, also ist auch in mehreren Hardcore-Matches angetreten. Wie vorhin auch erwähnt, in Deutschland schon in einigen Ligen unterwegs gewesen. Jetzt hier gegen Julius Mastria. Hat ihn natürlich hier im Headlock. Dieser Chop geht daneben. Und der tat weh.
hat richtig. Gebe ich dir vollkommen recht, James. Das sind auch die Erfahrungen von einem Byron Sanders. Aber Leute, euch ist es aufgefallen, Byron Sanders und neben mir sitzt Jason Sanders. Aber Jason, ist Byron irgendwie verwandt, verschwägert mit dir? Nicht, dass ich wüsste. Nee, also ich habe bis jetzt noch nie was erhalten. Naja, also, von seinen vielen Gewinnen nix. Vielleicht kommt was noch. Vielleicht ist es ja der Bruder, den du nicht kennst. Kann ja alles möglich sein. Genau. Ist nicht. Das Kellerkind. Ja, genau. Aber Leute, ihr wisst ja, Sanders, der Name ist ja öfters vertreten. Es ist ja wie bei Schmidt, Müller, Meier. Nicht alles im Miteinander verwandt. Und Julius Masteria ist jetzt auch hier im Vorteil gegen Byron Sanders. Also das kommt jetzt schon ein bisschen überraschend rüber. Aber Byron kontert natürlich auch gleich. Man sieht da die Erfahrung. Ich hätte nicht erwartet, dass Julius so lange standhält. Elias feuert natürlich Byron Sanders an und hier kommt ein Roller. Ist das schon das Cover 1, 2? Ja, so schnell geht das nicht. Ja, da kündigt er an. Unser Beach Boy Flummi. Beach Boy Bernhard kommt in den Ring. Oh, das andere Team wechselt auch. Auch Elias kommt rein. Ja, und ein Ohrwurm für Elias Richter. Elias Richter, ja, man darf ein Elias Richter nie unterschätzen. Er wird auch von den meisten als den Arn Anderson verglichen. Hat natürlich auch die Erfahrung im Matten Wrestling. Das ist zu einfach. Das ist auf Elias. Sehr einfach. Ja, Elias ist auch sehr, sehr erfahren im Wrestling-Business, aber leider von den großen Ligen noch nicht gesehen. Sonst würde er wahrscheinlich dort antreten, oder Jason? Ja, glaube ich schon, ja. Er ist ja auch in der Westschweiz sehr bekannt, sehr beliebt. Ja. Und er hat die Fans auf seiner Seite, wie man sieht. Das auf jeden Fall, außer Alex Six. Hat er ein bisschen selbst verschuldet, natürlich. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber hier gegen Julius Masteria hat er jetzt schon... Aufgabe Griff. Ja, er gibt nicht auf. Ja, das ist schon mal ein guter Wille von Julius Masteria. Das braucht man auch hier im Wrestling-Business. Kann natürlich auch kontern. Und ein Dropkick. Wow. Ein schöner Dropkick auf Julius Masteria. Und Wechsel wieder. Da kommt er geflogen mit einem Double X-Handle. Und wird natürlich gefeiert. Beach Boy Bernhard. Jetzt nehmen wir ihn hoch. Was zeigt er uns jetzt? Ja, schmeiß ihn auf die Matte und das Cover hinterher. Ja. Eins, zwei. Ja. Schauen, ob Byron den Sack zumachen kann. Momentan ist das Momentum auf Seiten von Elias und Byron. Ja, das sehe ich genauso. Was ich vorhin gesagt habe, Elias wird mit einem Arn Anderson verglichen. Da muss ich auch sagen, Byron Sanders könnte man schon mit einem Taz vergleichen. Hat auch natürlich die Suplexe von einem Taz natürlich auch sehr gut drauf. Also da habe ich schon einige Matches gesehen. Aber hier kommt jetzt erstmal der Body Slam. Ja, da kündigt er an. Ja, da kommt er reingeflogen. Das Cover gleich hinterher. Halbherzig auf das Cover. Ja, aber da war Bernhard schon ein bisschen schlau mit der Cover-Unterbrechung. Komm hier.
Mann, der ihn hochhebt. Ein Leichtgewicht, dieser Beachboy Bernhard. Aber das sieht man natürlich auch ein Elias Richter sehr, sehr kräftig, aber der Konrad Bernhard, aber jetzt kommt ein Roller 1-2. Ja, jetzt ein Half Boston Crab von Elias. Ja, die teilen sich schön auf. Schön Kräfte sparen. Hingegen wird hier Beachboy schön isoliert, um ihn. Vielleicht jetzt schon? Nee. War es noch nicht. Das war auch ein schöner Side-Suplex gerade eben von Byron Sanders. Jetzt soll er ein bisschen ruhig sein. Wir wissen, was kommt. Bernhard fällt frei nahe um. Was für ein durchgezogener Suplex von Byron Sanders. Gut gemacht. Hat. Aber auch nur bis 2. Wechsel mit Julius kommt leider nicht zustande. Hast du das gesehen? Ja. Dieser Body Slam. Also der hat mich nicht gleich durchgezogen. Und Bernhard müsste jetzt unbedingt wechseln. Aber kommt nicht drüber. Ja, dann wäre es dann vorbei für Bernhard und für Julius. Was für eine Clothesline von Byron Sanders. Ich glaube, das war's dann, oder Jason? Also Bernhard keine Chance mehr in diesem Match. Außer es passiert nicht nur ein Fehler, aber die sind so erfahren, denen wird kein Fehler passieren. Ja, das glaube ich auch, Jason. Kommt jetzt ein Powerbomb. Bomb sieht danach aus. Dann sieht schon noch ein Jackknife Powerbomb aus von... Hier ist aber Bernhard. Es muss doch wechseln. Bringt doch nichts. Und. Okay. Surfbrett. Aus. Genau, das Surfbrett. Kann ich sagen. Bei hohem Wellengang. Aber da ist er zu leicht. Unser Beachboy Bernhard. Da kommt natürlich Elias sehr gut raus aus diesem Move. Und kann jetzt Byron einwechseln? Ja, er schafft es. Er schafft es auch. Beachboy Bernhard. Beide. Er schafft es auch. Endlich. Schulterblock. Schön. Und Dropkick. Schön gemacht, aber sehr schön hoch eingesetzt von Julius Mastria. Oh, da kommt er. Flying Cross Body. Was? Schön. Aber echt schön gemacht, Jason, ja, oder? Ja, definitiv. Ah, Elbow. Das kann man hinterher, aber jetzt schon sein. 2. Ja, da kommt Elias in den Ring. Ja, also das sieht man, erfahren sind die 2. Aber man muss sagen, die merken, oh, das könnte vielleicht für die Rookies besser laufen. Hat Elias mitbekommen, dass sie jetzt gewechselt haben? Ich glaube nicht. Ich glaube es auch nicht. Aber man muss natürlich auch sagen, dass Elias mit seinem Kopf wahrscheinlich schon irgendwo anders ist. Und zwar. Nee. Da bin ich mal gespannt, ob LXX vielleicht doch noch vielleicht am Ring kommt, aber glaube ich mal nicht. Entweder ist er jetzt beim nächsten Dreh LXX oder wer weiß, wo er gerade ist. Vielleicht auch bei Hugh Hefner, aber hier hat man schön DDT gesehen von Julius Mastria. Body Slam. Und das Cover. 1, 2, 3. Das war's. Hat gereicht. Die Rookies gewinnen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, Jason. Ja, Jason kündigt sich gleich an, die Sieger in diesem Match. Julius Mastria und Beachboy Bernhard gewinnen dieses Match. Sehr überraschend. Ja, da müssen wir mal schauen, was die Zukunft für die zwei Jungs noch bringt.
Pietschko Bernhard und Judith Pastrier lassen sich jetzt auch hier von den Fans feiern. Sie sind natürlich überglücklich. Ja, das sah jetzt für Elias Richter und Byron Sanders nicht sehr gut aus. Vielleicht müsste sich Elias Richter in Zukunft wirklich überlegen, ob er wirklich sein Alex Six mal aus dem Kopf nimmt. Während Julius Mastria hier Beachball auf die Schulter nimmt. Aber sehr gute Leistung von den zwei Rookies. Und ich glaube, in Zukunft werden wir noch sehr viel mehr sehen. Nächster Kampf aus Wädenswil mit 1,83 Meter und 8 Kilo. Und hier haben wir das nächste Match mit Ace. Lebt sich auch gleich mit dem Publikum an. Nicht sehr beliebt. Er verhöhnt natürlich das Publikum. Wie ihr auch gerade gesehen habt, Jason Sanders hört er nicht nur, sondern ihr könnt ihn auch im Ring sehen. Kommt aber gleich an das Kommentatorenpult. Aber es fehlt dann auch noch gleich noch ein Wrestler, ein Gegner für Ace. Ja, bei der vorigen Veranstaltung hatte er natürlich ein Match gegen Scarin, das auch sehr, sehr hart war. Ja, und Ace will natürlich auch den Titel wieder zurückholen. Ist nur die Frage, wird er es schaffen? Aber heute muss er erst gegen den nächsten Gegner dran. Und das sagt Jason auch. Ben Ornstein ist der nächste Gegner, der nächste harte Gegner, muss man natürlich auch sagen. Ben Ornstein. Darf man natürlich nicht unterschätzen, ist ein ehemaliger Boxer, wurde natürlich aus dem Boxclub verbannt. Und Jason ist jetzt schon wieder hier an meiner Seite. Jason, wie ist deine Meinung eigentlich zu Ben Ornstein? Ehemaliger Boxer war er natürlich, aber werde sich auch hier im Wrestling durchsetzen können? Ja, er hat es definitiv schon mehrfach bewiesen, dass er es durchziehen kann. Er war schon mal Wrestling Academy Warpass Champion. Er hat schon das ein oder andere große Match gehabt, auch gewonnen. Ich sehe ihn definitiv weiterhin auf dem aufstrebenden Ast. Genauso natürlich Ace, der immer wieder Scarin ins Visier nimmt, der versucht, irgendwie nach oben zu kommen, und zwar nicht nur nach oben, sondern ganz nach oben. Ja, jetzt müssen die aber gegeneinander ran. Wenn du mich fragst, wer gewinnt, würde ich mal sagen, aktuell bin ich noch unentschlossen, kommt drauf an, wie Ace es schafft, den Ref wieder abzulenken. Wenn er es schafft, ihn abzulenken, dann ganz klar Ace, over, aber sonst technikmäßig definitiv Ben Orton sein. Aber wir werden sehen. Ja, und da du den Ref natürlich ansprichst, hier im Ring. Ich hatte ihn vorhin als Justin angekündigt, aber da habe ich den Fehler gemacht. Denn Jason, er heißt ja nicht Justin, oder? Ja, genau, korrekt. Er heißt ja Justice, ja. Ja, Justice, Leute, aber nicht Sid Justice, den er aus der WWE oder WWF-Zeit aus den 90er Jahren kennt. Aber der Name Justice passt eher als Justin. Vielleicht nennen wir ihn Justin Justice, Double J, Justin Justice. Wäre natürlich auch ein Name für unser Justice. Kannst du mir mal vorschlagen. Ja, ich lasse mal lieber, denn man sieht, er ist schon sehr, sehr kräftig, unser Referee. Aber wir kommen jetzt mal zu den wirklichen Akteuren, wie jetzt hier auch Ace, der Ben Ornstein hier auch verhöhnt. Ja,
kommt auch das erste Kräftemessen. Was sage ich, das erste, das zweite? Das erste habe ich durch mein Gelaber ein bisschen verpasst, aber Ben Ornstein, ja, gewinnt dieses Duell. Aber Ace lässt sich davon nicht beeindrucken. Immer der Trash-Talk von Ace, um den Gegner zu irritieren. Ben Ornstein interessiert das, glaube ich, nicht. Ja, da habe ich schon vollkommen recht, Jason. Also das ist wirklich, man muss sagen, eine gute Taktik von Ace. Ja, bringt ihn aus dem Rhythmus. Denn, wie ihr wisst, Ben Ornstein, ein ehemaliger Boxer, braucht natürlich auch im Boxen seinen Rhythmus im Match. Und Ace weiß das, aber hier kommt jetzt der Einroller. Das Cover kommt natürlich nicht zu nah an den Seil. Oh, ja. Der. Hinterher. Und der hat gesessen. Oder nicht? Oh, der hat richtig gesessen von Ben Ornstein. Da muss auch Ace auf dem Boden und aus dem Ring. Oh, die Hilfe von den Fans kriegt er natürlich nicht. Ja, versucht jetzt wieder den Ref zu beeinflussen. Kennen wir schon genug. Oh, illegale Aktion. Ja, das war wieder eine Taktik von Ace, also sag mal, Ace darf man natürlich im Ring nicht unterschätzen. Und von den unfairen Moves könnte man ihn wirklich mit einem Ric Flair vergleichen, der ein Meister in unfairen Moves ist. Und das Cover 1-2, aber das ist noch zu früh. Aber ich glaube, Ace weiß das natürlich und will natürlich Ben Ornstein verhöhnen. Ah, Uppercut hinterher. Oh. Der war schon hart, da. Ja, die Schule von uns vibriert, oder? Das gibt rote Flecken. Und das nicht nur eins. Auch wieder sehr am Rande der Legalität. Der Ref muss ihn jetzt schon mehrfach immer wieder darauf hinweisen. Ich glaube, der Ref, der erkennt natürlich Ace, er kennt auch nicht anders. Hat sich natürlich auf dieses Match auch gut vorbereitet, denn, wie gesagt, Ace kennt er zu gut. Ja, und das ist schon der Vorteil, wenn der Ref bis 4 zählen kann. Er kommt dann mit Boxschlägen zurück, Ben Ornstein. Break, okay. Ja, das Cover, aber ja, zu lässig von Ace. Das kann natürlich nicht sein. Oh, das war jetzt auch knapp von Ben Ornstein, aber schlau gemacht von Ben Ornstein. Und Rip in. Oh. Da kommt er, ne, das kommt nicht hinterher. Aber jetzt. Ein klatschender Schlag und Ben Ornstein. Ja, jetzt kommt er reingesprungen in die Seile. Klostern geht daneben. Ja, kein super Kick. Wow, das war doch schon ein Superman Punch. Zwei. Ah, das war wohl nix. Also, das war doch der Finisher vom Ben Ornstein, der Superman puncht. Hat aber nicht gesessen. Da muss er noch mal ran. Ja, ist noch zu früh, denn Ace ist auch sehr, sehr erfahren. Ich muss auch sagen, Ace ist auch sehr, sehr lange schon bei uns in Switzerland. Beide sind schon lange dabei, ja. Definitiv. Junge Leute, aber Veteranen. Das Cover wird das so halbherzig. Seine Überheblichkeit wird ihn immer wieder an Schwachen, immer wieder an schlechte Türchen. Wenn Ace das mal abstellen würde, dann weiß, wie weit er kommen würde im Wrestling-Business oder in der Wrestling-Welt. Aber hier kontert wahrscheinlich jetzt Ben Ornstein. Nein.
Bude tritt hinterher. War fast schon ein Low-Blow. Jetzt wird er auch hier bearbeitet in den Ecken. Aber Ace besitzt. Was macht er jetzt? Man muss auch sagen, die Fans legen sich auch gern mit Ace an. Und hier kommt ein Roller, aber auch nur noch bis zwei. Ja, schon wieder nur bis zwei. Ja, die Covers von Ace sind da sehr, sehr halbherzig. Aber meine das überhaupt ernst? Hier kommt jetzt auch der Leg Drop. Wieder nur bis zwei. Und wieder beschwert er sich beim Referee. Fühlt sich ja immer unfair behandelt, aber unser Referee Justice ist natürlich sehr, sehr erfahren. Er macht auch seine Arbeit sehr, sehr gut. Ja, da kommen die Ben-Rufe, aber jetzt kommt der Fisherman's Suplex von Ace 1-2. Zwei. Jason, du verstehst ja, was er da sagt. Schwierig, muss ich ja sagen. Das will ich auch nicht übersetzen. Wenn ihr wissen wollt, was Ace und das Publikum zu bereden hatten, schreibt ruhig Jason Sanders an, er wird es euch sagen oder schreiben. Genau. Aber Ace hier im Vorteil, also Ben Amstein kommt jetzt hier echt nicht mehr raus, dann wieder das nächste Cover. Also ich weiß gar nicht, das ist bestimmt das gefühlte 100. Cover von Ace. Ja. Bringt nicht durch. Nein, absolut nicht. Also ich verstehe auch nicht, warum er jedes Mal covert. Also er sollte ja mal wirklich nachsetzen, weil man sieht, wie langsam er von einer Aktion zum nächsten geht. Ja, zum nächsten Mal wieder beschwert er sich. Ja, das wollte ich jetzt auch gerade sagen. Aber das bringt nichts. Also Ace muss da ein bisschen konzentrierter gehen. Und man sieht es auch, ja, anscheinend kann jetzt hier kontern. Ace nimmt jetzt auch die Handschuhe ab. Jetzt kommt der Schuh. Wow, schöner Dropkick von Ben Bernstein. Sehr schön gemacht. Und Ace ist natürlich jetzt draußen. Oh, Ace muss rein, aber der geht daneben. Du bist kein Boxer. Das ist lieber Ben. Er kann es besser und hier zeigt das natürlich auch. Justice zeigt es natürlich an. Kommt in den Ring. Ja, Ben Anstein bearbeitet ihn hier. Ace wird jetzt auch der Sieg kommen. Jetzt daneben. Ace, was zeigt der Kniestart hat gesetzt. Dropkick. Ja, was sag ich Dropkick? Das war ein Superkick von Ben Ornstein. Jetzt werden beide alles gezählt. Ich bin Ben Ornstein. Kommt hoch. Auf beide schon sehr, sehr angeschlagen. Oh. Das war doch ein nochmal. Der zweite hinterher. Sieht doch jetzt sehr gut für Ben Anstein aus. Hebt ihn hoch. Oh, schön gesprungen von
Wenn du anscheinend das Cover hinterher 1-2. Sorry. Das war's nicht, also das hätte es echt sein können. Aber war echt schön gemacht von Ben Arsch. Echt? Ja. Oder? Könnte es Vorteil für ihn sein, dass er das Match noch gewinnt? Ja, er ist jetzt auch ganz klar wieder auf der Siegerstraße. Oh, das hat den Ref getroffen. Das hat auch den Ref getroffen. Also nicht ins Gesicht, er hebt sich auch hinten am Hinterkopf. Hat natürlich auch seine Wirkung. Und da kam doch der T-Shirt von Ace. Ja, das Cover bringt nichts, ja. Das sag ich mal, da ist wieder der Fehler von Ace. Da zieht er den Referee zwischen sich und Ben Ornstein. Und der Ref ist jetzt ausgenockt. Wer soll denn jetzt zählen? Ich weiß nicht, Jason, du könntest doch in den Ring sehen, oder? Ich bin nur der Ringsprecher, ich bin kein Offizieller. Ja, Brian kommt. Da kommt der nächste Offizielle. Und Suplex. Kammer 1, 2, 3. 3. Das war's für Ben Ornstein. Jason durfte natürlich nicht diesen Pin zählen, aber er durfte den Gegner erwähnen. Ace gewinnt dieses Match. Er legt sich ja hier gleich wieder mit dem Publikum an, aber man muss sagen, Ben Ornstein schön nachgelegt in diesem Match. Ace hat noch was zu sagen. Da braucht er keinen Referee im Ring. Da ist mir der Titel geklaut worden in dem TLC-Match. Also ganz ehrlich. Wäre um Skari nicht seine Bastardtochter gekommen, die trainiert hätte ich gewonnen. Und wenn wir schon von ihr reden, ich meine, was war das für ein Kindergarten gewesen vorher? Der Tracy Winters und Wardschild Saga. Wo sind wir da? Im Kinderhort? Ja, wir natürlich den Skari wieder los. Der Elias fucking Jeffrey, Dahmer-mäßigen Stalker. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er schwul ist, aber wahrscheinlich ja schon. Es geht ja nicht drum. Hab gesagt, Schnauze! Die Fans gehen natürlich gegen Ace. Ich fordere jetzt den, wer auch immer von diesen zwei Gorillas heute ein Champ wird. Fordert zu einem Street Fight heraus! Ja, Ace kündigt es natürlich an. Vielleicht beim nächsten Pay-Per-View. Was sag ich Pay-Per-View? Nächste Veranstaltung. Denn ihr müsst dann natürlich nichts zahlen. Ein Street Fight Match entweder gegen Skarin oder gegen Buck Beaver. Da müssen wir mal sehen, wer dieses Match heute im Main Event gewinnen wird. Und die Veranstaltung Pay Before Christmas werdet ihr natürlich auch sehen und seht auch hier die Spuren in diesem Match. Kommen wir mal zum nächsten Kampf aus München mit 1,95 und 118 Kilo. Terrible Tag Junior! Ja, und hier kommen wir zum nächsten Match aus München, wie Jason es gerade hier angekündigt hat. Terrible Ted Junior. Ja, ein sehr harter Brocken. Terrible Ted Junior. Von diesem Mann muss man sich in Acht nehmen. Guckt auch sehr, sehr grimmig rein. Sein Finisher, der Lariat,
muss man natürlich auch schauen, dass man nicht in diesen Move reingerät, denn dann ist es vorbei. Wenn man Pech hat, auch seine Karriere. Ja, und hier kommt jetzt sein Gegner, Ardit Aliyah. Auch ein Riesentalent für die Zukunft. Auch schon länger hier mit dabei bei Wrestling Switzerland. Jetzt natürlich schwer haben gegen Terrible Ted Jr. Ja, Jason ist jetzt wieder hier an meiner Seite. Jason, du kennst ja Ardit Aliyah schon etwas länger. Ich eher Terrible Ted Jr. Aber was meinst du dazu? Ein Ardit Aliyah gegen Terrible Ted Jr. Wie sind die Chancen eines Ardits in diesem Match? Ja, wie du sagst, ich kenne Ardit ja, und teils weniger. Wenn ich Ted so sehe, ja, dann wird das eine riesen Bärenaufgabe, kann man ja sagen. Er nennt sich ja auch der Bär oder halb Bär, halb Mensch, halb Wrestler, er sich so nennt. Ja, ich glaube, ich würde es zwar Ardit wünschen, dass er es schafft, aber ich glaube nicht, dass er gegen einen Terrible Ted Jr. ankommt. Ja, das sehe ich schon fast genauso, denn Terrible Ted Jr., ja, hatte ich schon mal, ja, in einem ungewollten Backstage-Interview, muss man schon sagen. Denn er war ja damals mit einem Robin Vega als Tag Team unterwegs. Ich hatte natürlich ein Backstage-Interview mit Robin Vega und Terrible Ted Jr. kam da reingestürmt und verpasste ihm einen Tritt. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe riesen Respekt vor Terrible Ted Jr. Aber jetzt sind wir hier bei diesem Match gegen Ardit Aliyah und das erste Kräftemessen, ja, verliert natürlich Ardit. Also das sieht man natürlich, wie du gesagt hast, der Half Bear, den hat er hier jetzt auch rausgelassen. Da braucht er auch nur die Hälfte eines Bäres, um einen Ardit auf die Matte zu bringen. Ja, wenn jetzt Ardit schafft, ihn mit High Flyer Action irgendwas hinzubröseln, dann könnte das sein. Oder auch solche Kicks. Ja, das dachte ich jetzt gerade auch auf die Beine. Das ist ja meistens wirklich die Schwachstelle eines Riesen wie Terrible Ted Jr. Oh, da sieht man ja die Kraft von Ted. Das ist ja ganz einmal schupfen und dann fliegst du dann ganz neu. Aber diese Uppercuts von Ardit, die hauen richtig rein. Aber da kommt Terrible Ted Jr. das Cover. Aber nur bis zwei. Die Chancen sehr schwierig für Ardit, aber man muss ja sehen, wie er jetzt da in diesem Match wieder zurückkommt. Aber erstmal ein Body Slam von Terrible Ted Jr. jetzt in die Seile. Ja, auch nur bis zwei. Ardit ist schon angeschlagen, man sieht schon. Ja, das geht auch sehr, sehr schnell. Und diese klatschenden Schläge, also. Sehr, sehr oft hatte ich bei den Gegnern die Abdrücke von solchen Schlägen gesehen auf den Rücken. Ja, ist das nicht eigentlich eine Disqualifikation? Er hat ja schon bis 4 gezählt. Aber man muss sagen, Fingerspitzengefühl vom Referee, zu früh im Match. Eine Disqualifikation wäre doch zu früh, denn wir wollen dieses Match sehen. Vor allem wie Ardit, ob er sich da herauskämpft, hoffen wir es natürlich. Aber, oh, was für eine Suplex von Terrible Ted. Nur bis zwei. Also es sieht sehr, sehr schlecht aus für Ardit. Definitiv, ja. Er muss da rauskommen. Er muss irgendwie in die Höhe kommen, dass er Ted was zusenden kann. Oder halt auf die Beine. Die Lariat. Jetzt habe ich dich leider unterbrochen, Jason. Aber wäre die Lariat durchgezogen gewesen, wäre es vorbei gewesen für Ardit. Ja. Ardit kann jetzt kontern. Oh. Ein King von Terrible Ted Jr. Da kommt jetzt hier die Powerbomb. Oh. Die kommt auch. Das Cover 1, 2. Nein. Ah, mit Mio Not kommt Ardit aber nicht. Also ich muss sagen, in diesem Match, Ardit tut mir schon ein bisschen leid gegen Terrible Ted Jr.
Gut gemacht. Aber das verärgert, glaube ich, einen Terrible Ted Junior. Also ich glaube, so vor 100 Jahren wäre wahrscheinlich ein Terrible Ted Junior öfters im Zirkus aufgetreten, wo es hieß, gegen einen Bären anzutreten. Und ich glaube, Terrible Ted Junior wäre in diesem Fall der Bär. Ja, wer weiß, schön. Vielleicht ist er wirklich mit einem Bären verwandt. Man weiß es ja nicht, man kennt ja durch die Geschichte Romulus und Remus, natürlich von einem Wolf aufgezogen. Ein Terrible Ted Junior wurde von einem Bären aufgezogen. Ja, und hier quält der Adib in diesem Match. Also, ja, kommt Adib. Ja, ich hoffe, ja, er ist ein Stehaufmännchen. Du kannst ihn nie abschreiben. Das zeigt er jetzt auch wieder. Er probiert irgendwie in die Ecke zu kommen, um eventuell auf die Säule zu kommen. Aber Ted ist schon da. Was jetzt kommt, wissen wir. Boom. Ja, dann müssten wir mal einen Wettbewerb machen, wer bei dieser Veranstaltung den stärksten und härtesten Block gebracht hat. Gerade hier aufgeben, aber nee. Ich sag mal, Terrible Ted Junior natürlich sehr im Vorteil in diesem Match. Sieht natürlich dann aus. Ja, definitiv. Und er hat das Publikum auf seiner Seite. Im Gegenteil, Ted ist ja eher, sagen wir mal, nicht so beliebt. Oh, ein Schritt von und Terrible Ted und noch unten hinterher und ein Back Suplex. Das kann man. Zeichen. Nee. Also ich dachte auch, dass es das war für Adib, aber konnte sich gerade noch retten. Vielleicht waren es auch nur Reflexe von Adib. Ja, kommt jetzt nochmal eine Powerbomb. Ja, eine Jackknife Powerbomb und 1, 2. 2. Schon wieder und Ted ist verzweifelt. Wie du sagtest, Jason, also Adib ein Stehaufmännle in diesem Match. Kommt immer wieder mal raus. Ja, kommt jetzt mal. Ja. Close Line. Ja. Ja, ich hab den Ted steht noch. Jetzt raufkommt. Er muss weiter nachlegen, Adib. Da kommt auch mit einem Blockkick. Jetzt muss er nachlegen, das kann er nicht mehr. Ja, wenigstens kann er jetzt mal Luft holen und in Schon-Eichens-Manier kommt er wieder auf die Matte, auf die Beine. Ja, jetzt könnte es sehr gut für Adib sein in diesem Match. Oh! Der war sehr, sehr knapp in dieser Ja, und das Cover gleich hinterher macht genau richtig. 1, 2! Ja, war es noch nicht, aber er muss dranbleiben, Adib. Aber man sieht, sehr, sehr angeschlagen in diesem Match. Ist auch nicht verwunderlich. Ja. Das Publikum feiert ihn an, das war gut. Ja, das braucht auch diese Unterstützung von den Fans hier in Robbers bei Wrestling Switzerland. Oder Conda Turtle Cat. Oh, wieder die Schläge hinterher. Aber jetzt kommt der Tritt von Adib. Oh, Terrible Ted sagt auch, das kann ich auch. Oh, mit dem Elbow. Adib sagt, ich kann es auch. Jetzt kommt ein paar Fein. Kommen die jetzt noch von Terrible Ted? Nein, Headbutt. Ja, jetzt nochmal die Powerbomb. Der dritte schon in diesem Match. Das ging voll auf den Schädel. Da zeigt es auch Terrible Ted. Es ist vorbei. Da zeigt das auch an. Wird auch.
Falcon Lane. Jetzt kommt die Lariat, der Finisher von. Eigentlich von Terrible Dead, aber da kann Adi kontern. Er muss natürlich fliegen, da macht das. Ja. Der Finisher und das Cover 1, 2, 3. Es reicht! Das war's. Ja, Jason muss jetzt natürlich den Sieger ankündigen. Das sagt das auch. Adit Alia gewinnt in diesem Match gegen Terrible Ted Jr. Sah am Anfang erstmal nicht danach aus. Aber sehr gut nochmal ins Match reingekommen. Adit Alia hat wirklich einen Brocken hier besiegt. Müssen wir jetzt mal abwarten, was aus Adit Alia in Zukunft wird. Denn gegen einen Terrible Ted Jr. zu gewinnen, ist er wirklich ein... ja, ein großer Erfolg für Adit Alia und wer weiß, vielleicht auch mal die Chance auf den größeren Title. Hier lässt er sich noch von den Fans feiern, mögen natürlich einen Adit Alia. Also, und Arizona, USA mit 1 Meter und 130 Kilo, Bud Beamer! Ja, und Jason kündigt es natürlich an. Bud Beamer kommt auch hier zum Ring, ein Riese. Wird auch frenetisch gefeiert von den Fans. Auch sehr, sehr beliebt. Buck Beaver. Er war auch in längere Zeit nicht im Ring. Hatte natürlich eine Verletzung. Aber er ist wieder da. Buck Beaver. Und heute in einem Match gegen Scarin. Wird natürlich ein sehr, sehr hartes Match werden. Lieber aus den Südstaaten, wurde natürlich als den Schweizer Sohn von Henry Godwin genannt. Henry Godwin hat ihn natürlich auch so genannt. Also, ja, Leute, wenn ihr das nicht wisst, könnt ihr auch mal schauen auf dem YouTube-Channel WFD Television Productions. Da seht ihr natürlich einen Talk mit Buck Beaver und Henry Godwin mit dabei. Sehr, sehr interessant. Könnt ihr ruhig mal reinschauen. Und natürlich weiterhin Wrestling Switzerland auf dem YouTube-Channel. Natürlich auch weiter beobachten. Ihr könnt abonnieren. Und wir werden in Zukunft auf jeden Fall noch mehr Wrestling sehen von Wrestling Switzerland. Er ist der aktuelle Wrestling Switzerland Champion. Und Jason kündigt es natürlich an, der Wrestling Switzerland Champion Scarin. Er kommt jetzt auch hier zum Ring. Und natürlich mit seiner Tochter Warchild Saga natürlich auch mit dabei in diesem Match. Wenn auch sehr, sehr beliebt. Ja, ich sehe jetzt auch Jason kommt jetzt auch schon an meiner Seite. Jason, du verfolgst ja Scarin schon etwas länger, schon länger dabei, aber auch ein sehr, sehr erfahrener Wrestler, dieser Scarin, oder Jason? Definitiv, definitiv. Er war ja, er ist ja Champion. Definitiv. Er war ja bei der OWG auch noch Champion. Mehrfach ausgezeichnet, ein wirklich fairer Sportsman mit viel Erfahrungen. Und ich bin wirklich gespannt, wenn es hier noch rein, sieht mir nach Met oder nach Bier aus? Was meinst du, Semi?
irgendwas in der Richtung, aber wer weiß, vielleicht ist es auch nur Milch oder so, man weiß es ja nicht. Denn ihr wisst ja, wir sind in den Schweizer Bergen in Rohrbass, man weiß ja nichts. Aber hier nehmen sie natürlich die Fans mit. Aber Jason, schon ein bisschen gemischt von den Fans. Ein Teil für Buck Beaver, andere Teil für Scarin. Ja, schwierig, ja, weil ich habe es ja gesagt, es ist ein Title-Match und wenn Scarin gewinnt, wird er natürlich den Titel behalten, logischerweise, aber Buck Beaver wird seine Karriere beenden. Das wollen natürlich die Fans nicht, sie wollen natürlich Buck Beaver weiterhin sehen und hoffen natürlich, dass Buck Beaver gewinnt, aber wir werden sehen. Ja, wie du es erwähnt hast, Jason, World Title. Oder so, sage ich World Title oder Wrestling Switzerland Title versus die Karriere. Das ist wohl auch noch was, wie es aussieht. Da bin ich mal gespannt. Also Buck Beaver wollen wir natürlich in Zukunft weiterhin sehen. Ja, und mein Double J, Justin Justice, ist natürlich auch hier im Ring. Ich muss es nur aufpassen, dass es nicht hört und ich ihm begegne. Are you sure to fight with me in this ring? Because if you lose, your career is over. I definitely know that. And I challenge you exactly for that fucking opportunity. I'm pretty sure I will win that title. You can't win this title! Ja, da kündigt natürlich Buck Beaver und Scarin natürlich an. Title versus Career. You are strong as hell, but dumb as fuck! Scarin sehr, sehr entschlossen. Geht auch in diesem Match. Aber diese Entschlossenheit in diesem Match gegen Buck Beaver braucht man natürlich. But behind this match between us is more than just this fucking title. And yeah! You should know that, my friend. Come on! Was macht Scarin da? Er will nicht, dass Buck Beaver aufhört. Das ist doch auch nicht die Lösung. Wir wollen natürlich ein klasse Match hier sehen zwischen zwei Veteranen, zwei klasse Wrestler. Und so wie es aussieht, wird es auf jeden Fall fair in diesem Match zustande kommen. Ja, und es kann losgehen. Scarin gegen Buck Beaver und die Fans werden natürlich mitgenommen. Kommt das Kräftemessen, aber zugunsten von Buck Beaver? Ja, also wirklich ein Nachteil für Scarin. Also, das ist nicht die richtige Taktik, würde ich jetzt mal behaupten. Da muss ich Scarin wirklich was einfallen lassen, weil Buck Beaver ist ein Riese. Er ist kein Bär, aber ein Riese. Ja, wie im vorigen Match, gerade gegen Terrible Ted Jr. darf man natürlich in diesem Fall auch Scarin, wie da beim vorigen Match Adit, darf man nicht unterschätzen. Scarin sehr, sehr erfahren, wie du es auch vorhin erwähnt hattest, auch bei der OWG war er auch schon Champion, hatte schon natürlich schon einige große Matches. Buck Beaver macht auf Rufen, okay. Ja, man könnte eigentlich schon sagen, dass dieses Match zwei Publikumslieblinge wie damals WrestleMania 6, Hulk Hogan gegen Ultimate Warrior, bloß in diesem Fall nicht WrestleMania 6, sondern Autumn Brawl
bei Wrestling Switzerland. Wieder? Kräftemessen, aber. Ja, ich weiß nicht, Skarren lernt nicht trauen, Jason. Nee, ist ein Dickkopf halt. Ist halt ein Wikinger, ein Dickschädel. Ja, und rennt immer wieder gegen den Baum. Genau, richtig. Ja, das ja, sieht was zum Rinder wieder entgegen, also. Hat gebröselt? Wahrscheinlich. Ja, bei Klima kündigt's an. Komm nochmal. One more time. Komm zu meiner Brust. Da lernt's nicht. Ja, Skarin, was macht er jetzt? Holt er sich jetzt Rat von den Fans? Wahrscheinlich. Ja, sind auch ratlos, sicher natürlich. Man muss aufpassen, Countdown zählt nicht. Ja, das stimmt auch wieder. Ich glaube, Buck Beamer will das beenden. Oder gehen die es gemeinsam Bier trinken oder Met oder was auch immer? Ja, irgendwie sowas, aber er zeigt dann den Ringrichter an. Ne? Calm down. Ja, da holt er jetzt gerade natürlich in den Ring. Und rennt er wieder dagegen? Nee. Ja, war wohl wieder. Ja, und das Cover? Eins. Nee. Ja, das war natürlich auch klar. Also, so erfahren ist gerade natürlich. So schnell kann man nicht zum Three-Count bringen. Der hat gesessen. Noch ein hinterher. Kommt jetzt der dritte. Das ist auch eine Taktik, aber. Ja, das sieht man auch Justice im Ring. Der kriegt so richtig fast zu spüren, muss man schon sagen. Und da kommt jetzt auch Skarin zurück. Also jetzt hat er wirklich Viva im Griff. Das Cover hinterher, eins. Ja, ja. Komm, Bakiva natürlich auch sehr schnell raus. Aber Skarin hat es geschafft, den Baum fällen zu lassen. War erstmal. Ja, und wäre natürlich jetzt auch hier angefeuert von den Fans. Ja, man hört Bakiva rufen. Beide stehen. Zwei Ikone von Wrestling Switzerland treten hier gegeneinander an. Skarin hat sich da gedacht, laber du nur. Jetzt kommt er mit Double Axel, aber Chokeslam. Kommt er natürlich, der kommt natürlich gegen Skarin. Splash hinterher. Ein, zwei. Aber es hätte vielleicht für Skarin sein können, obwohl er ist zwar erfahren, aber dieser Splash von Buck Beaver. Ich glaube, da würden einige nicht überleben. Nee, wenn da so eine Masse auf dich zukommt. Ja, und da kontert jetzt auch Skarin. Hebt ihn einfach ohne Probleme aufs oberste Seil. Ja, wie ein kleiner Sack Kartoffeln. Ja, da schleudert er ihn auf die Matte. Ja, Pascalin-Rufe sind natürlich auch da, hat natürlich auch seine Fans. Wieder der Splash. Der
Der war knapp. Fast, fast. Bis drei gezählt. Ja, da merkt man, Bugby war vorher noch entspannt gewesen, aber jetzt nimmt er dieses Match doch ein bisschen ernster. Aber inwiefern wird eigentlich Watchalds Saga noch eingreifen? Ja. Ich hoffe es mal nicht. Ja, und hier kommt der Bärhammer. Das sind auch die Schreie von Skarin. Kann sie natürlich auch befreien. Ja, aber noch einmal. Ein Bärhammer. Wie du es vorhin erwähnt hast, Jason, rennt immer wieder gegen den Baum. Jetzt umklammert ihn den Baum. Ja, genau, die Äste. Man kommt wieder raus. Und die Äste kommen schon wieder zu. Wieder. Ja, da werden natürlich die Fans dazu angespornt, Skarin anzufeuern. Aber wird es jetzt das gewesen sein? Oh, noch einmal, dann ist dieses Match vorbei. Da kann sie Skarin aber noch retten. Befreit sich hier auch gleich aus diesem Bärhag. Und das hat gesessen, ging an die Ohren. Gibt ein Satz warme Ohren. Stoß, aber bei der Höhe. Ja, und da liegt schon Bakiva. Skarin muss jetzt nur nachsetzen. Macht er natürlich auch in die Seile. Und wieder der Kick gegen das Gesicht. Das kann man 1, 2, 3. Komm, Bakiva raus. Garin scheint mir verzweifelt zu sein. Findet kein Mittel. Ja, das glaube ich natürlich auch, Jason. Wird natürlich sehr, sehr schwierig sein gegen Buck Beaver, aber er hat ihn schon mal auf die Knie gezwungen, wenn man so will. Buck Beaver ist auch schon leicht angeschlagen. Von Skarin, aber da kommt Buck Beaver. Was für ein Schlag auf den Schädel. Rip in. Nee. Ja, der Kiel ist daneben. Ja, das war wohl nix für den Mann von den Südstaaten. Ein bisschen zu schnell, der Bugby war. Und Skarin hat wieder die Vorteile. Das sind natürlich die Erfahrung. Leg Drop. Ja, ein Aufgabegriff. Ja. Ich dachte erst, ein Cover sollte folgen, aber waren wir doch ein bisschen getäuscht worden. Skarin. Aber kann er ihn zur Aufgabe zwingen? Ja, das sieht nicht danach aus, aber ich weiß nicht, Bakiva sieht schon ein bisschen K.O. aus. Oh. Jetzt wird die Hand gehoben. Ja, Justice zeigt schon an. Zwei. Kommt jetzt Nummer 3. Alter, ist. Sie kommt nicht. Skarin gibt nicht auf. Er hat einen wunden Punkt gefunden. Das glaube ich auch gegen so einen Riesen, aber. Und ist vorbei. Es ist vorbei! Ja, und Jason sagt's hier, der Gewinner und weiterhin Wrestling Switzerland Champion Skarin, und die Karriere wird hiermit beendet sein für Buck Beaver. Jason, was sagst du denn dazu? Ja, ich finde es auch gerade überwältigt. Schade, ja, ich mag es natürlich Skarin gönnen, dass er den Titel verteidigen konnte, aber natürlich genauso
schade für Buck Beaver, dass er seine Karriere beenden muss. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal schauen, dass ich die beide irgendwie noch vor die Kamera bekomme bei einem Backstage-Interview. Da werde ich mal schauen. Und ich würde sagen, also es ist natürlich jetzt ein Schock für uns alle. Buck Beaver wird jetzt natürlich jetzt hier auch angefeuert von den Fans. Und ich sehe auch, da kommen die ganzen Wrestler zum Ring. Ich würde sagen, Jason, bevor ich gehe jetzt gleich nach hinten zum Backstage-Bereich, um ein Interview zu führen, dann würde ich sagen, ich verabschiede mich schon mal von meiner Seite. Ich danke euch, dass ihr zugeschaut habt. Und weiterhin Wrestling Switzerland verfolgen. Und ich sage schon mal Tschüss, bis zur nächsten Veranstaltung. Danke, Simi, dass du mir die Chance gegeben hast, mitzukommentieren. Hat wirklich Spaß gemacht. Danke, ja, auch von mir. Herzlichen Dank ans Publikum. Wir sehen uns beim nächsten Event bei Pain for Christmas, kurz vor Weihnachten. Und auch von mir. Und Tschüss.
Morningstar, Money, Morningstar. Leute, heute war ein emotionales Match zwischen Buck Beaver und Scarin. Scarin, wie war das eigentlich für dich, in diesem letzten Match gegen Buck Beaver anzutreten? Es war sehr schön, aber es war mein traurigstes Main Event ever. Ich hange sehr an Buck Beaver. Es hat mir richtig wehgetan, ihn zu besiegen. Ich habe es am Anfang versucht, ihn davon abzuhalten, gegen mich anzutreten, aber er wollte nicht. Und ja, ich darf sagen, ich habe die eine oder andere Träne vergossen und nehmt mir das nicht übel, aber es war wirklich, wirklich eine Herzensangelegenheit. Und Buck Beaver, wie sind deine Gefühle in diesem letzten Match hier bei der WAR? Ich kann eigentlich das Ganze nur Minimum in dem Umfang zurückgeben. Es war wirklich auch mein emotionalstes Match. Das letzte ist, wird es keines mehr geben. Aber es war definitiv auch eine riesen Herzensangelegenheit und war für mich auch ein Bedürfnis, dass ich mein letztes Match mit Scarin, nicht gegen Scarin, sondern mit Scarin bestreiten durfte. Ja, Leute, das war das letzte Match mit Buck Beaver, heute gegen Scarin.